Na gut, jetzt laufen wir gerade im Kreis. Das ist mir auch bewusst. Also da muss ich irgendwie rein. Nur wie? Ah, ach so. Hätte ich das auch ohne den Generator machen können? Weil eigentlich müsste der Durchgang ja auch davor da gewesen sein. Hätte man ihn gesehen. Genau. Okay, jetzt habe ich hier einen Durchgang. Nur, was bringt er mir? Okay, hier geht's noch runter. Und ich höre den Dschungel. Anhand der Geräusche von den Vögeln. Ach so, weil da oben offen ist. Ha, das ist ja cool gemacht. Ich weiß, was passiert, wenn ich die falsche Tür nehme. Nichts Gutes. Echt? Das weißt du jetzt schon? Da bin ich ja froh, dass ich dich hab. Weil sonst hätte ich dich in den Tod gestürzt. Im schlimmsten Falle. Ach so. Ah, das ist der Anfang. Na gut. Also, wenn du die falsche Tür nimmst. Und was ist jetzt die richtige Tür? Oh. Ah ja, okay. Aber Hinweise gibt's hier nicht. Ja, ist es jetzt ein Try and Error oder? Ich würde mir wünschen, wenn es da irgendeinen Hinweis gäbe. Hä? Bin ich jetzt blöd? Also bevor ich jetzt irgendwie sinnlos irgendeine Tür öffne, schaue ich nochmal kurz hier, ob es nicht eine Möglichkeit gibt. Nee, das ist der Generator. Genau, da waren wir ja. Oh, da hinten ist noch was. Da war ich, glaube ich. Ah, da war ich noch nicht. Trinity hat sich's hier in kurzer Zeit behaglich gemacht. Dieses Symbol ist definitiv wichtig. Ich hab's mir fast schon gedacht, weil bevor ich jetzt das Ding jetzt hier weggezogen habe, dachte ich mir so, eventuell schaue ich nur bei den Symbolen nach, denn die könnten mir einen Hinweis drauf dafür geben, welche Tür ich öffnen müsste. So, jetzt schauen wir nochmal kurz runter. Also wir brauchen irgendwie so einen Krebs. Der aber nach oben zeigt, ne? Ah ja. Ah, jetzt erkenne ich aber mal die Unterschiede. Für mich sah das davor alles gleich aus. Okay, jetzt habe ich bloß mein Handy nicht da, sonst hätte ich jetzt mal kurz ein Foto gemacht. Ich muss mal kurz nachschauen. Also, unten ist es so gekräuselt. Dann, naja, Muskelmann-Pose. Und die Scheren. Ich bin gut im Beschreiben, oder? Also gekräuselt, Muskelmann-Pose und Scheren. Nach oben. Das bedeutet, das nicht.
Das könnte es sein. Okay, das muss es sogar sein. Ja, ja, ja. Okay, das hier. So, Lara, wir finden gleich raus, ob ich richtig lag. Oder du findest es gleich raus. Ich auch, aber ich werde es nicht so spüren. Ich wusste, dass das Symbol wichtig war. Ja, Lara, wer hätte das gedacht, ne? So. Nach allem, was wir getan haben, um das Ding zu kriegen, soll es uns jetzt jemand stehlen? Das habe ich nicht gesagt. Ich frage mich, warum wir es überhaupt genommen haben. Der Plan ist gut. Er erfordert lediglich etwas Zeit. Ich weiß aber, diese blöde Warterei. Ja, das wollte ich nicht. Ach, weißt du was, dann machen wir einfach kurz einen Prozess, oder? Gott, womit hast du... Oh. Au. Ich wollte eigentlich das gleiche mit dir machen. Gut. Könnte ich vergiften, aber... Bringt mir halt nichts. Also, stimmt ja, die habe ich ja schon gelootet, weil ich ja die Leiste gekillt habe. Gut, gut, gut. Achso, ich muss da oben untersuchen. Mache ich gleich. Ich will bloß erstmal hier rumschauen. Wobei, in Anbetracht dessen, ich glaube, wir müssen hier eh dann durch. Dann werde ich mal direkt damit interagieren. Hm, was war das jetzt? Ah, hier. Abby, hier ist Lara. Ich bin im Trinity-Lager. Sie haben eine gestohlene Krabbe bewacht. Diese Krabbe gehört Zipakna. Kein Wunder, dass die Erde bebt. Abby. Du musst die Krabbe in den Tempel bringen, wo sie hingehört. Okay, mach ich. Die Krabbe gilt traditionell als Zipaknas Lieblingsspeise. Um ihm eine Falle zu stellen, haben die Heldenzwillinge eine Köderkrabbe hergestellt und für ihn ausgelegt. Es hat funktioniert. Dem Aussehen der Krabbe nachzuschließen, sollte sie wahrscheinlich als wertvolles Opfer erscheinen. Sie nimmt mit Sicherheit einen zentralen und wichtigen Platz im Tempel von Zipakna ein. Krabbenrelikt. Die Krypta verlassen. Nichts übersehen? Okay, dann let's go. Ich glaube, ich kann den Tempel sehen. Davor befindet sich ein Dorf. Das ist er. Wo? Oh. Ein neues Dorf zum Erkunden. Oh, ach du Scheiße, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, das ist der Vulkan, ne? Mit etwas komischen Raucheffekten. Mir kommt es gerade so... Moment, mir kommt es irgendwie so vor, als hätte ich auf Distanz nicht eingestellt, dass da die Auflösung gut sein soll. Grafik. Schatten. Nee, eigentlich habe ich alles auf hoch. Gut, keine Ahnung. Dann liegt es halt tatsächlich an den Texturen.
Aber schaut schon an sich geil aus. Ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt... Oh, da läuft ja schon was runter. Schaut aus wie Wasser. Was von dem Berg hier runterläuft. Cool. Aber ich möchte ungern daneben stehen, wenn das Ding hochgeht. Oder... Oh. Oh. Ich hoffe, das geht jetzt nicht hier auf Zeit, oder? Ach so, das Dorf... Okay, das Dorf können wir wahrscheinlich nicht erkunden. Lass mich mal raten. Ich darf hier nicht runter. Okay, schade. Ah, jetzt habe ich mich schon gefreut. Ich dachte, wir haben jetzt wirklich was zum Erkunden, aber... Ich glaube, ich kann den Tempel sehen. Davor befindet sich ein Dorf. Das ist er. Nein! Ein Problem mit Ihrem Bildschirmtreiber ist aufgetreten. Möglicherweise hat Ihr System nicht genügend Ressourcen, um mit den derzeitigen Einstellungen zu spielen. Willst du mich verarschen? Gut. Also an den Ressourcen kann ich euch versichern, liegt es nicht. Ich werde jetzt einfach mal kurz ein Grafiktreiber-Update machen, weil ich glaube, es kam mittlerweile ein neues raus und dann sehen wir uns gleich wieder in-game. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal kurz den Grafikkartendriver geupdatet, unter anderem mir die Beta-Version von, also die aktuellste Beta von Shadow of the Tomb Raider runtergeladen, von dem upcoming Update, ne? Also das halt irgendwann mal demnächst gelauncht wird. Das habe ich aus folgendem Grund gemacht, weil ich einfach mal testen wollte, ob das mit Raytracing jetzt funktioniert und es scheint jetzt zumindest so zu sein, dass das Game nicht direkt nach dem Laden abstürzt. Das heißt, entweder stürzt es gar nicht mehr ab, das wäre super. Oder, wenn ich mich ein bisschen bewege, stürzt es ab. Wir werden es gleich rausfinden. Aber zumindest ist jetzt Raytracing mal wieder an, denn das, finde ich, macht einfach die Umgebung ein bisschen schöner. Also an manchen Stellen. Das Dorf ist verlassen. Wegen der Schlammlawine. Gut, wo müssen wir hin? Darunter. Hoffentlich können die Dorfbewohner bald zurückkehren. Hier ist was. Oh, falsche Waffe. Ich habe zu wenig Zeit, um rüberzukommen. Okay. Kann ich das Snap von hier machen? Doch, muss doch gehen. Geh doch. Problemlos. Moment. War das so sinnvoll? Weil ich hätte doch so oder so rüber gekonnt. Ist mir bloß nicht aufgefallen. Gut, keine Ahnung. Ich muss durch die Kirche gehen. Vorsicht, die Häuser sind baufällig. Keine Ahnung, was mit dem Rätsel jetzt hier los war. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war jetzt nicht so Also ich habe es irgendwie anders gemacht, als es eigentlich gedacht war. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie es gedacht war. Dem Alter des Papiers nach wurde das hier vor Jahrzehnten zurückgelassen. O großer Sipagna, Schöpfer der Berge, Vernichter der Törichten und Wächter der Flammen unter der Erde, gewähre meinem Sohn und meiner Tochter sicheren Tritt auf deinem Mantel in Unversehrtheit und Wohlstand. Mögen deine Macht und Weisheit sie stets begleiten. Handgeschriebene Seite. Ich glaub's nicht. Trinity hat die Brücke zerstört. Da kommst du schon rüber. Sie ist sehr optimistisch. Ja, wahrscheinlich von hier, oder? Anstatt von links. Hey.
bin mir jetzt gerade unsicher, ob da links auch noch ein Weg war. Ich glaube, ich bild mir... Oh ja. Oder? Ah ne, ich hätte bloß da links auch noch hingekonnt. Aber ich glaube, da wäre nichts, oder? Ja gut. Jetzt muss das eh nochmal rausfinden. Ich dachte, ich komme da jetzt problemlos nochmal hin, aber sie kann ja nicht zurückspringen. Wie in den vorherigen Teilen. Trinity hat die Brücke zerstört. Da kommst du schon rüber. Doch, da wäre noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich da hochklettern kann. Nee, oder? Nee, das geht von hier aus nicht. Okay, dann müssen wir es so machen. Dachte ich mir schon. Okay, also dann könnte ich da nochmal zurück. Hoffe ich. Ich bin jetzt im Tempel. Sepakna ist eine Krabbe, seine Lieblingsspeise. Achso, da ist ja ein Monolith. Und da oben leuchtet's. Der Maya-Gott Sipakna, Bruder von Kabrakan, Gott der Erdbeben. Sipakna wird oft als riesiger Kaiman dargestellt und ist als zerstörerisch, arrogant und unstet bekannt. Zu Ehren Sipaknas. Okay. Ja, dann wahrscheinlich hier hoch, oder? Sorry, abgeschlossen. Was? Achso. Ich dachte, das wär's jetzt schon. Das muss es jetzt sein. Lara? Ich bin okay. Oh. Und ich sehe Sipakna. Oh oh. Wow. Ich habe schon befürchtet, dass das Ding jetzt gleich auf uns schießt oder so. Nachdem es sich so langsam zu uns gedreht hat. Schreib mal wieder nach Hölle. Ich nähere mich. Ja, ich weiß bloß noch nicht, ob das so gut ist, dass wir uns da nähern. Also, ich habe das Gefühl, das Raytracing macht die Lichteffekte wirklich besser. Also, ist ja auch das Ziel davon, aber... Entweder bilde ich mir das bloß ein, weil ich halt im Hinterkopf habe, dass ich es jetzt angeschalten habe. Aber ich finde schon, dass mit der Umgebung besser zusammengearbeitet wird, was das Licht angeht. Es gab ein paar Leute, die irgendwie geschrieben haben, dass es nicht gut umgesetzt ist in Shadow of the Tomb Raider, weil Shadow of the Tomb Raider war ja eines der ersten Spiele, die Raytracing unterstützt hatten. Soweit ich weiß. Und ich finde aber, ehrlich gesagt, also ich, keine Ahnung, was die anderen da kritisieren. Bei manchen habe ich gehört, dass es flackert, aber bei mir irgendwie gar nicht, also. Ich weiß nicht. Oh. Ah ja, habe ich mir schon gedacht. Ich wusste bloß nicht, wie lange das ausbleibt. Oh, schnell. Verdammt, zu knapp. Hä? Wie? Achso, wir sind doch... Bist du noch rübergekommen? Einfach wunderschön. Ich hoffe, das spuckt jetzt gleich ein Feuer auf uns. Es muss noch mehr Auslöser geben. Wenn ich alle finde, ist Sipakna wieder ganz oben.
Warum ist hier so ein Ding? Oh, oh fuck. Ich glaube, es war falsch, oder? Nein! Shit. Ich hätte, glaube ich, warten müssen. Es war etwas dumm. Wo kann ich da greifen? Also machen wir es mal so. Nein, 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 nein. Oh, Lara. Das war doch nicht richtig. Ach, Lara. Da hätten wir wahrscheinlich... Also ich darf nicht direkt in die Mitte springen, sondern ich muss wirklich warten. Warten, 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 warten. Okay. Perfekt. Und... Lauf! Ich habe so das leichte Gefühl, dass es nicht so geht. Also hier ist doch so ein Befestigungszeug. Das heißt, meiner Meinung nach müssten wir hier das irgendwie befestigen. Ha! Bloß wo? Ach so. Tja. So einfach kann's gehen. Mal wieder. Jetzt sollten wir da auch problemlos hinkommen. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut war. Ach so, hier oben. Renn! Lauf, renn, tu es, mach es. Ich sollte mir mal kurz vorher einen Überblick verschaffen. Es sind zwei. Oh, ich glaube... Wahrscheinlich erst das untere. Und dann das obere, oder? Reicht das? Ja. Nee, Moment, warte mal, was macht denn das obere? Oh. Warte mal, kann ich da theoretisch hin? Okay, ich kann da hin. Das war jetzt, glaube ich, bloß nicht so schlau, denn ich kann nicht mehr abspringen. Also, abspringen schon, aber halt nicht rückwärts. Aber ich kann mich runterlassen, okay, gut. Was hier unten? Wüsste jetzt nicht, dass es uns irgendwas gebracht hat. Also, mir bleibt nichts anderes übrig.